Guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Verkostungsvideo von Tumbler & Company, der Spirituosentheke. Mein Name ist Christoph Schmidt und wir sehen uns hier gerade in unserem Verkaufsraum ganz in der Nähe von Frankfurt, in dem auch Sie herzlich willkommen sind, wenn Sie vorbeischauen wollen, sehr gerne. Nicht mal 10 Minuten von der A5 und vom Frankfurter Kreuz. Sie sind herzlich willkommen. Wir haben heute einen Artikel oder eine Flasche uns vorgenommen, die viele von Ihnen vielleicht kennen, wenn Sie in der Schweiz im Urlaub waren, aus dem schönen Appenzell, absoluter Bestseller bei uns, einen Appenzeller Alpenbitter. Ich hoffe, man kann die Flasche einigermaßen erkennen. Ein Retro-Design würde ich es mal nennen. Eine Literflasche. Ich lese Ihnen mal vor, was uns der Hersteller auf der Flasche erzählt. Das Rezept ist seit 1902, also über 100 Jahre her, ein gut behütetes Geheimnis, ob Sec on the rocks gespritzt oder gemixt. Die Kraft und Würze ist unverkennbar. Kühl servieren. Das gibt es auch noch auf Französisch und auf Englisch. Das will ich Ihnen jetzt nicht zumuten. Auf der Flasche selbst sehen Sie eine schöne Schweizer Berglandschaft und den sogenannten Eugsterkopf. Und ich glaube, man kann an dem Kopf auch sehen, zu welcher Verzehrsituation dieser Alpenbitter, also ein Amaro auf Italienisch, gedacht ist. Ein Bauer in der Appenzeller Tracht, der eine Pfeife raucht nach der Arbeit und sich dazu etwas Besonderes gönnt. Ich schraube das hier mal auf. Man sieht also auch diesen Herrn, einen wohlhabenden Schweizer Landwirt im Zweifel auf dem Etikett und schöne Schweizer Kreuze. Die Eidgenossen versuchen auf alles ihre Kreuze zu machen und ich serviere das mir selbstverständlich aus dem Original Appenzeller Glas. Und wenn Sie sehen, was der Amaro in dem Glas macht, der fließt relativ ölig hier herein und fließt auch relativ ölig, was man erkennen kann, ölig an dem Glas herunter, also ein relativ viskoses Getränk, bei Amaro normal. Was ist Amaro? Amaro ist eigentlich nichts anderes als ein italienischer Ausdruck für bitter, eigentlich ein Sammelbegriff für alle Bittergetränke, meistens Aperitifs, aber auch Digestifs, wie dieser hier, die aus Kräutern hergestellt werden und sich durch eine gewisse Bitterkeit, wie der Name schon sagt, auszeichnen. Dieser hier ist, habe ich auch gerade vorgelesen, aus einem ganz geheimen Rezept. Das sind quasi alle Bitters. Das sollte Sie aber nicht abschrecken. Jeder Jägermeister, Sie kennen es von daher auch, sagt, das sind überlieferte Rezepte aus der Familie und so weiter. Man kann sich aber relativ sicher sein, dass die Bitters einige bestimmte Ingredienzen haben, die es eben bitter machen. Dazu zählt etwas, in diesem Fall aus den Alpen, etwas Enzianwurzel, dazu zählt sehr wahrscheinlich ein Hauch Wermut, wie ich vermuten darf. Aber wir riechen jetzt mal rein und stellen fest, das ist tatsächlich, hat so eine ganz leicht lakritzige Note, leicht wacholdrige Note. Wenn Sie gerne Gin mögen und intensiven, kräftigen Gin, dann haben Sie dieses Herbe von dem Wacholder auch da drin. Das würde ich auch hier verorten. Und wenn man mal, ja auch hier, man sieht diese Öligkeit so etwas und hat am Ende im Mund diese Viskosität nochmal. Man hat aber auch eine Süße, die besonders hinten im Mund sich verbreitet, aber eben auch diese Bitterkeit, die den Appenzeller Alpenbitter hochspannend macht. Ob wirklich Wermut drin ist, wage ich jetzt nach diesem Schluck mal zu bezweifeln. Definitiv ist der Wacholder drin, das würde ich schon sicher sagen. Die sagen wirklich relativ wenig über das Rezept, aber ich würde vermuten, dass auf jeden Fall das drin ist, etwas Baldrian möglicherweise. Nochmal reinriechen, ein bisschen Zitronen- oder Zitrusschale, vielleicht Orangenschale, das könnte drin sein, so ein ganz kleines bisschen Richtung Contro könnte man sich vorstellen. Und diese Kräuter werden
traditionell und denke ich auch bei Appenzeller Alpenbitter entweder destilliert, richtig destilliert, wie es auch bei Gin zum Beispiel gemacht wird, oder eben in Alkohol eingelegt, also mazeriert und dann gefiltert und abgefüllt und das dann in einer Kombination. Bekannt ist, dass der Appenzeller Alpenbitter als Grundalkohol einen französischen Weinbrand beinhaltet. Das heißt, die Kräuter werden nicht in einem Kornbrand oder so etwas mazeriert, sondern in einem französischen Weinbrand. Das ist da Tradition. Das ist auch hinlänglich bekannt und teilt die Familie mit. Übrigens, Appenzeller Alpenbitter gehört seit 1902, seit dem Erfindungsjahr, immer noch der gleichen Familie. Und so soll es, wie es in der Schweiz üblich ist, auch die nächsten 500 Jahre bleiben. Wir haben hier die Literflasche, kann man hier erkennen, mit 29% Alkohol. Das ist für einen Likör relativ viel, aber er ist überhaupt nicht brandig. Es ist ein weicher Digestiv. Es gibt allerdings auch viele Freunde des Appenzeller Alpenbitters, die ihn eben genauso trinken oder genießen wie der gute Mann auf dem Bild, nämlich als Apero in der blauen Stunde und mit großem Genuss zu sich nehmen. Vielen Dank.